Moin zusammen, ja, sag mal, kennt ihr vielleicht noch meine beiden Videos von den Gartenarbeiten Teil 1 und 2? Wenn nicht, macht nichts. Ich zeige euch hier nochmal einen kleinen Ausschnitt und im Nachhinein zeige ich euch nochmal, was jetzt wirklich Sache ist, wie es aussieht. Seid gespannt, bleibt dabei, viel Spaß. Ja, so, also das ist der Stand der Dinge. Ich würde mal sagen, ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied zum damaligen Verhältnis, ja. Das ist 2,5 Jahre her ungefähr. Ihr seht zwar keine Bäume mehr da. Dafür
Aber liegen die jetzt da hinten drin. Und da ist der Rest. Ha, ja. Und ihr seht, es ist zugewuchert. Das sieht geil aus. So. Naja. Ja, wie gesagt, ihr seht, es ist alles Mögliche wieder zugewuchert. Hier hinten diese Teile da, die da stehen, die standen da vorher nicht, die sind neu gewachsen. Die sind jetzt schätzungsweise bestimmt 5 Meter innerhalb von den 2,5 Jahren. Also das sind locker 5 Meter, so hoch wie die sind. Die gehen ja bis, Moment, bis ungefähr hier, bis da. Na, und das sind von da bis unten, das geht ja hier noch ein Stückchen runter. Hier seht ihr ja, ne, von da dürfte der Boden sein ungefähr bis da. Ja, und das sind locker 5 Meter. Ja, der stand die ganze Zeit schon. Den haben wir stehen lassen. Das ist ein Walnussbaum und der glaube ich sogar auch, soweit ich weiß. Nee, gar nicht wahr, das da hinten ist ein Birnenbaum und das ist ein Walnussbaum. Und ja. So sieht's leider Gottes jetzt aus.